Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Gartengemüsekiosk. Heute geht es wieder ganz speziell um das Thema der Aussaaten. Ihr wisst ja, wir haben wunderbares Saatgut bei uns im Sortiment. Wir haben die ganzen Infos auf den Tütchen drauf, die sind im Shop drauf. Aber wir möchten dieses Jahr ganz besonders euch mitnehmen, dass ihr mitgärtnern könnt und euch zeigen, was wir wann, wie, auf welche Art und Weise aussehen. Und genau das machen wir diesen Monat auch wieder. Die letzten drei Monate, Januar, Februar und März, haben wir ja schon verfilmt. Die sind nochmal in der Infobox unter dem Video verlinkt, wenn ihr nochmal nachschauen möchtet. Und heute schauen wir, was wir im April aussehen. Und zwar geordnet in drei Kategorien. Einmal, was sehen wir aus noch im Haus, in unserer Anzuchtstation? Dann, was sehen wir aus in einem Freiland, aber geschützt? Also entweder vielleicht im Folientunnel oder Frühbeeten oder halt einfach auch im Carport. Und dann die dritte Kategorie, was bringen wir über Direktsaat, ja, direkt ins Beet? Schauen wir mal zusammen. Beginnen wir mit der ersten Kategorie, was wir jetzt noch im Haus aussehen können. Und da ist es jetzt Anfang April unserer Meinung nach die letzte Eisenbahn, ja gerade für Chili und für Paprika. Unser Saatgut ist komplett samenfest, das wisst ihr, das heißt nachbaufähig. Vielleicht habt ihr auch noch eine andere Sorte, eine alte Sorte oder eine Sorte von einer Freundin geschenkt bekommen, wo ihr das Saatgut vermehren möchtet. Dann könntet ihr die jetzt auch noch anbauen und einige Früchte werden auf jeden Fall noch reif, vielleicht nicht alle, aber das würde jetzt noch funktionieren. Übrigens, wenn ihr Ende der Saison viele Paprikafrüchte habt und einige sind vielleicht gar nicht reif, ich mache das einfach so, vor dem ersten Frost ernte ich alles ab, schneide das klein, mache das sauber und friere das einfach ein. Das ist im Winter die wahre Freude, wenn man da dann nochmal ein bisschen eigene Paprika hat, egal ob die grün, gelb oder rot ist. Die nächste Kategorie, die jetzt noch im Haus ausgesät werden kann, sind ja klar, natürlich die Tomaten. Also ob das jetzt die Kirschtomaten sind oder die Salattomaten. Tomaten könnt ihr jetzt bis Ende April auf jeden Fall noch aussehen. Vor allen Dingen, wenn ihr sie hinterher geschützt, vielleicht sogar im Folientunnel anbauen möchtet, dann geben die nochmal Gas. Dann wird es mit der Ernte vielleicht insgesamt ein bisschen später, aber das reicht alle Male noch aus. Eine kleine Info noch an euch in die Community, nein, zwei. Die erste ist, wir möchten uns auf jeden Fall bei euch bedanken für eure Geduld. Ich weiß, die letzten Wochen, Monate war es mit den Lieferzeiten bei uns auch Corona-bedingt ein bisschen schwieriger vom Team her. Aber jetzt sind wir wieder ganz flott dabei. Also 2, 3, 4 Tage länger dauert das nicht. Wenn ihr noch Saatgut braucht, wir liefern jetzt wieder ganz flott. Wenn es wirklich doll in den Fingern juckt und ihr unheimlich viel Lust auf Basilikum habt, dann könnt ihr jetzt auch Basilikum im Haus vorziehen. Der hat ja eine Keimtemperatur von 20 bis 25 Grad und wir ziehen den drinnen, also geschützt im Mai eigentlich erst vor, aber das könntet ihr natürlich auch jetzt schon machen. Also Basilikum wäre so eine Variation an Kräutern, die ihr jetzt im Haus auch schon vorziehen könnt. Was wir auch jetzt im April schon, aber auch noch im Mai, je nachdem, vorziehen, das ist der Zuckermais. Zuckermais hinterher im Garten zu haben, ist einfach wunderbar. Den kann man leicht ernten später, den kann man einfrieren und als Selbstversorger im Frost da immer wieder bei Bedarf rausholen. Also Zuckermais gehört auf jeden Fall in den Garten. Jetzt im April oder auch später im Mai könnt ihr den gut im Haus schon vorziehen. Wenn euch unsere Videos in dem Format gefallen und helfen und weiterbringen, gebt uns gerne einen Daumen nach oben, da unterstützt ihr uns mit. Ebenso auch, wenn ihr so ein Video mit euren Gartenfreunden einfach teilt. Und wenn noch nicht passiert, auch unseren Kanal könnt ihr kostenlos abonnieren. Und die nächste Kategorie, die bei uns im Haus in die Aussaat kommt, das sind die Kürbisgewächse. Also wir machen das so, das sind einfach unsere Empfehlungen, unsere Erfahrungen und laden euch ein, ja mit uns zusammen zu gärtnern und euch von unseren Videos auch begleiten zu lassen. Was immer ein bisschen länger braucht, ja, das sind die Wassermelonen. Wir haben zwar noch leider kein Wassermelonen-Saatgut bei uns im Sortiment, vielleicht schaffen wir das noch, aber wenn ihr das anbauen möchtet, also wenn ihr Wassermelonen in eurem Garten anbauen möchtet, die brauchen nur ein bisschen länger, da könnt ihr jetzt Mitte April gut mit starten. Alles andere an Kürbisgewächsen sehen wir in der Regel so Mitte April aus. Was das ist, gucken wir uns auch gleich genau an. Aber wenn ihr wisst, ihr wohnt in einer Region, die wirklich ein bisschen kühler ist oder das Frühjahr ist vielleicht auch sehr, sehr kühl, dann wäre die Überlegung ganz gut, das vielleicht erst Ende April zu machen. Denn Kürbisgewächse, also so Sachen wie Zucchini oder auch Gurken oder auch Kürbisse an sich, die
Ja, die wachsen recht schnell. Und wenn wir zu früh aussehen, dann haben wir hinterher riesengroße Pflanzen und können sie noch nicht nach draußen bringen. Oder sie sind draußen und kriegen dann doch noch einen Frostschaden. Das wäre total schade. Deswegen, da muss das Timing so ein bisschen passen. Ich habe hier ein Saatgut dabei, Zucchini. Dann haben wir Butternut-Kürbis, Muskatkürbis, den man übrigens auch gut roh essen kann. Dann haben wir den Klassiker, den Hokkaido- oder Hokkaido-Kürbis. Ja, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Dann den UFO-Kürbis, den sogenannten Patisson. Unsere allerseits geliebten Gewürzgurken. Dann haben wir aber auch noch eine Salatgurke, die Tanja, die gut im Freiland funktioniert. Und eben auch noch eine Schlangengurke, die Arola, die ganz gut geschützt funktioniert. Das ist jetzt so eine kurze Übersicht über unser Sortiment, was wir einfach total gerne essen und eben auch gerne anbauen. Was bei Kürbisgewächsen noch wichtig ist, wir pikieren sie nicht. Das heißt, sie kommen direkt in etwas größere Pöttchen. Auch die Erde ist eine reichhaltigere, mit mehr Nährstoffen. Da wachsen sie drin, da bleiben sie auch drin, bis sie dann schlussendlich nach den Eisheiligen auch raus dürfen. Jetzt kommt was in Kategorie Eigenwerbung. Ihr wisst, unsere Videos sind werbefrei und wenn ihr uns unterstützen möchtet, macht das gerne mit einem Einkauf bei uns im Shop. Und unter anderem haben wir da unseren Aussaatkalender drin, wo wir zusammengefasst haben, was wir wann und wie aussehen, wie die Keimtemperatur sind. Und hier ganz rechts in der Spalte haben wir auch aufgeschrieben, ja, wo hinterher gepflanzt wird. Das sind unsere Richtwerte und den überarbeiten wir auch immer wieder regelmäßig. Und wenn ihr auch noch Fragen habt, bearbeiten wir auch gerne eure E-Mails. Also den findet ihr bei uns im Shop, in der Infobox unter diesem Video. Schaut gerne mal rein, wenn ihr euch fragt, wo wir das alles ja, wissen oder uns merken können. Können wir gar nicht, steht alles hier drin. Na okay, mein Gärtner, der kann's, aber ich muss schon nochmal nachgucken. Kommen wir zu der zweiten Kategorie unserer Aussaaten im Freiland, allerdings geschützt. Da sind vor allen Dingen jetzt die Kohlgewächse dabei. Die könntet ihr natürlich auch in Direktsaat in die Erde bringen, könnte man machen. Wir machen das nicht aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil wir gerne vorziehen, aber wenn ich sie im Beet habe, dann muss ich gucken, sind die Bedingungen gut? Laufen die alle gut auf? Dann bei der weiteren Pflege ist es ein bisschen aufwendiger. Ich muss Beikraut beihalten. Es könnte schon mal eine Schnecke vorbeikommen, die vielleicht ein bisschen Hunger hat. Wenn wir vorziehen, ist es einfach leichter. Welche Kohlsorten sind das jetzt konkret, die wir da im geschützten Anbau, bei uns ist es ein Carport, vor eventuellen Hagelschaden und Co. schützen? Vor allen Dingen sind das so Kohlsorten wie Blumenkohlfrüh oder Spitzkohl oder der Wirsingfrüh oder eben auch Kohlrabi. Die setzen wir da jetzt in der geschützten Direktaussaat im Freiland in die Erde. Alle, die ich gerade genannt habe, kennt ihr von uns schon. Die haben wir nämlich schon im Gewächshaus stehen. Und für uns ist diese versetzte Ernte, versetzte Aussaat richtig wichtig. Das heißt, wir sehen die jetzt auch wieder aus, damit wir regelmäßig frisches Grün, frisches Gemüse im Garten haben. Mit dabei sind aber jetzt natürlich auch noch Weißkohl und Rotkohl und auch Brokkoli. Und wenn wir Richtung Herbst und Winter gucken, dann können wir jetzt auch schon anfangen, Winterkohl mit auszusehen. Das wären beispielsweise der Grünkohl, der Palmkohl oder auch der Rosenkohl. Kleiner Extra-Tipp von uns, gerade wenn ihr Rosenkohl anbaut oder so und gemerkt habt, irgendwie es funktioniert nicht so richtig gut und regulär sehen wir den ja im Mai aus. Wenn ihr das ein bisschen früher macht, dann hat die Pflanze einen Monat mehr Zeit, sich zu entwickeln. Und wenn vielleicht der Standort gar nicht so optimal ist, vielleicht nicht die absolute Sonne, vielleicht nicht die richtig vielen Nährstoffe, was so ein Winterkohl dann braucht, dann hat er ein bisschen mehr Zeit, sich zu entwickeln und ihr dann hinterher die ertragreichere Ernte. Aber nicht nur den Kohl haben wir im geschützten Freiland zur Aussaat draußen, sondern eben auch, ihr kennt es, Moment, ich zeig's euch. Tada! Ja, wir haben wirklich jeden Monat eine so eine bunte Platte hier. Genau, das sind Salate. Wir sehen jeden Monat Salate aus und in diesem geschützten Bereich, also das heißt einfach im Freiland mit einem Dach drüber, haben wir auch die Salate stehen. Hier stehen mehrere Saatkörnchen sind hier drin und die kann man hinterher wunderbar entweder als Pflücksalat ein bisschen enger setzen oder einfach verteilt in den Beeten. Wir haben eigentlich das ganze Jahr über Salate und freuen uns sehr darüber. Also Salate ist ein Muss auf jeden Fall. Neben der Salatplatte haben wir noch eine weitere Platte stehen und zwar sind da drin Fenchel als auch Mangold. Die haben wir auch ganz gerne mal im Selbstversorgergarten bei uns und da ist jetzt auch die richtige Zeit zu. Vielleicht nochmal konkreter, ein Dach drüber bedeutet einfach, die stehen bei uns im Carport und da ist ein Dach drüber als Schutz vor ja eventuellen Hagel, der im April ja ganz gerne kommen kann oder wenn nochmal ein Frost aufzieht, dass es nicht direkt die Pflanzen angreift. Wir geben den Pflanzen einen besseren Start und sie beschenken uns hinterher mit vitalen Pflanzen und einer schmackhaften Ernte.
Wen ich hier noch habe zur Aussaat im Freiland, bei uns geschützt, das ist der, eine kleine Schnarchnase, sagt mein Mann, der Winterporree. Wenn ihr bisher nicht so viel Erfolg hattet mit Winterporree, dann versucht es einfach mal, den einen Monat früher auszusehen, damit er richtig in Schwung kommt und ihr schön Winterporree ernten könnt. Wenn ihr unser Sortiment kennt, dann wisst ihr schon, violettfarbene, lilafarbene Tütchen hier, da sind wir bei den Hülsenfrüchten. Die könntet ihr natürlich jetzt auch schon direkt in die Erde stecken. Wir machen das nicht. Oder vielleicht habt ihr auch so eine Situation, dass ihr sagt, das Wetter, dem traue ich noch nicht so ganz. Oder ich komme noch nicht in den Garten. Oder ich bin vielleicht jetzt später dabei. Oder die Beete sind noch nicht vorbereitet. Oder. Es gibt so viele individuelle Gründe. Es macht jetzt durchaus schon Sinn, eben diese Hülsenfrüchte vorzuziehen. In etwas größeren Quickpots beispielsweise könntet ihr Zuckererbsen und Markerbsen so horstmäßig, also mehrere Saatgutkörner zusammen vorziehen, wachsen lassen und später so wie sie sind, dann auch ins Beet bringen. Außerdem sehen wir jetzt auch schon aus, ziehen sie vor, die Edamame, die wir ja sehr, sehr gerne essen. Und vielleicht überlegt ihr euch auch noch, ah, dicke Bohnen hätte ich auch noch ganz gerne gehabt. Dicke Bohnen sehen wir aus vom Februar bis sogar Juli. Wir bauen die auch zweimal im Jahr an, da haben wir auch schon mal ein Video zu gemacht. Die einzige Idee ist dabei, wenn wir die dicke Bohne so früh im Jahr vorziehen, dann wollen wir einfach der schwarzen Laus ja ein Schnippchen schlagen, indem wir dann den Vorteil haben, dass wir nicht so viel Probleme mit der schwarzen Laus haben. Wenn das später ist, ist es eine Gefahr, die auftreten kann, muss aber gar nicht schlimm sein, kann man ganz gut behandeln und bis in den Juli könnt ihr dicke Bohnen auf jeden Fall aussehen oder auch vorziehen. Was wir noch jetzt im Freiland schon vorziehen, eben in den Quickpots, sind auch Blumen und Kräutern. Und gerade bei den Blumen und bei den Kräutern ist es besonders schön. Man könnte sie natürlich auch in Direktsaat in die Beete bringen, aber wir ziehen sie vor, alleine schon vom Schnecken- und vom Unkrautdruck. Und hinterher haben wir, ja, ich zeige euch das mal eben, haben wir einfach den Vorteil, dass wir diese Jungpflanzen überall in den Gemüsebeeten verteilen können. Ob das jetzt die essbaren Blumen sind oder eben die Kräuter sind, das ist für die Mischkultur schön, für die Bienen schön, für das Auge ist es schön. Und, boah, ihr könnt es jetzt nicht riechen, aber das riecht jetzt schon so intensiv und aromatisch. Diese ätherischen Öle und die Gemüsepflanzen, das tut sich einfach gut zusammen. So, die stecke ich jetzt zurück und erzähle euch, welche genau wir aussehen. Bei den Blumen haben wir dabei Gewürztagetes, Kornblume, Cosmea, auch die Kamille ist dabei. Ich hatte eben schon gesagt, alles essbar. Was wir auch dabei haben, sind Bechermalve, Anis Yisop, das ist bei den Bienen sehr, sehr beliebt und es schmeckt auch ganz faszinierend, Löwenmäulchen als auch Borage. Und die zuletzt genannten sind auch alles Blumen, die im Folgejahr meistens einfach von alleine im Garten wieder auftauchen. Kräuter, ich hatte eben schon gesagt, Basilikum wird drinnen vorgezogen und draußen in den Quickpots haben wir noch dabei Schnittlauch, Bohnenkraut, Thymian, Petersilie als auch Dill. Vielfalt an Kräutern im Garten verteilt zu haben, können wir euch auf jeden Fall nur empfehlen. Weiter geht's mit der dritten Kategorie, der Direktaussaat. Also der Aussaat direkt im Beet. Was sehen wir da jetzt aus? Als erstes zu nennen, denke ich, ist es auf jeden Fall, ihr könnt auch jetzt in Direktaussaat noch Zwiebeln aussehen. Vielleicht ist die Ernte ein bisschen später und vielleicht muss man ein bisschen mehr auf die Beikräuter achten, aber es geht. Also Zwiebeln könntet ihr jetzt direkt auch noch aussehen. Was bei uns jetzt auch noch direkt in die Erde, ins Beet kommt, vor allen Dingen gerne ins Hochbeet, das sind Wurzelgemüse wie Pastinak oder auch Möhre. Übrigens bei Möhre haben wir hier oben noch ein Grow Veggie Videos verlinkt von uns. Aber auch die Schwarzwurzeln, die Haferwurzeln, Wurzelpetersilie, als auch Radieschen und ebenso auch die rote Beete, wobei wir rote Beete mittlerweile auch schon mal vorziehen. Auch das funktioniert, Stichwort versetzte Ernte. Im Bereich Blattgemüse kommt auch direkt was ins Beet und zwar ist das bei uns zum einen der Blattspinat, der ist in Direktaussaat dabei und ebenso auch die Salatrauke oder auch bekannt als Rucola. In unseren E-Mails erreichen uns öfters mal die Fragen, wo habt ihr eure Gemüseschutznetze her oder was habt ihr für ein Vlies? Ich habe eins im Baumarkt geholt, das war nächstes Jahr ganz schnell wieder hin. Auch wir haben diese Erfahrung gemacht, möchten euch dazu ermuntern, euch zusammenzuschließen, vielleicht im Schrebergarten oder vielleicht sogar auch über einem Forum. Übers Internet ist ja recht viel jetzt möglich, uns zusammenzulegen und etwas Professionelleres zu holen. Wir haben in der Infobox unter diesem Video nochmal verlinkt, was wir so benutzen und ich zeige euch mal was. Nicht erschrecken.
ihr wisst, ich nähe gerne, aber das ist jetzt kein Stoff auch für meine Nähmaschine. Das hier ist so ein Vlies, was zum einen auf jeden Fall schützt vor beispielsweise Nachtfrösten. Aber ihr seht es ja auch hier vor mir, wir haben hier Jungpflanzen zum Abhärten stehen. Und wenn man mal nicht unterwegs ist oder so und die vielleicht nicht vor der absoluten Sonne oder vielleicht sogar auch vor Hagel oder so schützen können, dann spannen wir eben so ein Vlies darüber und können dann mal für eine kurze Zeit das Haus auch verlassen. Also das ist auf jeden Fall praktisch und vor allen Dingen, ebenso wie bei den Netzen, die halten länger. Also wenn man sich sowas aus dem Profibedarf holt, man ist von den Größen viel einfacher dabei. Ich glaube, das hat eine Breite von 3,20 Meter, ist es richtig? Ja, ne? Und ist recht lange. Also das ist eine auch eher nachhaltigere und im Endeffekt sogar günstigere Angelegenheit. Auch hier ist Netzwerken ein guter Tipp. Also ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank für euch, für eure ganzen Bestellungen und auch eure Geduld. Jetzt ist bei uns im Shop wieder normale Lieferzeit angesagt und auch unsere Sorten konnten wieder aufgefüllt werden. Das heißt, wir sind wieder normal lieferfähig und freuen uns auf eure Bestellung. Dankeschön dafür. Wenn ihr gerade einen neuen Garten bekommen habt oder bekommen werdet oder noch nicht so viel ausgesät habt, kein Problem. Ihr habt jetzt gerade gesehen, es ist jetzt die richtige Zeit. Alles ist noch möglich. Okay, Paprika müssen wir noch ein bisschen schnell sein, aber ansonsten ist jetzt auf jeden Fall noch eine Menge drin und ihr könnt richtig losstarten. Und wir hoffen, dass wir euch mit unseren Videos so ein bisschen mitnehmen können, ein bisschen begleiten können und auch so ein bisschen ja, motivieren können, weil Gemüse selber anzubauen, die eigenen Tomaten, die eigenen Erbsen, was auch immer, es macht so glücklich und es macht so viel Freude, da möchten wir euch ja, mit zu motivieren und vor allen Dingen auch euch Kinder. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt direkt Gartengemüse-Kiosk weiterschauen. Wir haben hier oben verlinkt einmal unsere Gartentipps für den April und hier unten haben wir unsere Playlist mit extra kurzen und knackigen Gemüseanbauvideos, die man sich auch ganz easy mal eben auf dem Smartphone im Garten anschauen kann. Also viel Spaß bei euch im Garten, viel Spaß bei der Aussaat, bis zum nächsten Mal. Tschüss!